Dortmund spielen kann. Man kann diese Saison jetzt nicht als Maßstab für alle anderen nehmen und sagen, naja, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass Dortmund gleich wieder Fünfter oder Vierter wird. Das ist völliger Schwachsinn. Ja, das kann vielleicht, was weiß ich, so eine Mannschaft sagen. Weiß ich, Augsburg oder so könnte ja, das sagen. Genau. Aber ich denke, Dortmund... Ja, Augsburg, denke ich mal, die tun sich gut, wenn sie sagen, am Ende sind wir vielleicht 12. oder 13. Alles ist in Ordnung und weitermachen, Mund abputzen. Aber bei Dortmund, wie gesagt... mit diesem brutale Rückrunde, die man dann auch, die hat man erstmal noch spielen müssen, so eine Rückrunde. Ja, um da unten nicht nur raus, sondern ein bisschen die Europa-League-Plätze reinzukommen. Und hätten die Mannschaften so gespielt wie dieses Jahr, dann hättest du wahrscheinlich auch Dortmund nicht mal geschafft in die Europa League. Weil da sind ja die Punkte schon ziemlich krass verteilt, fand ich jetzt. Ja, also es ist aber immer so ein bisschen abhängig von der Gesamtkonstellation. Und wie gesagt, also das war keine schlechte Saison, das war eine Katastrophensaison. Ja. Also, dass man so wenig, also ne, so nach dem, sogar noch in der Rückrunde, Tabellenletzter nach dem zweiten Rückrundenspiel, glaube ich, ne? Ja, genau, nach Spieltag 18 waren sie Letzter, ja. Da haben sie 0-0 gegen Leverkusen gespielt im ersten Rückrundenspiel und dann waren sie Letzter damit, weil die ganz unten alle gepunktet haben. Oder die waren ja 17. und der Letzte hat dann gewonnen und dadurch sind sie dann Letzter gewesen, ja. Ja, also ähnlich wie mit Gladbach jetzt. Sie sind brutal schlecht gestartet und. Ah ja, aber ja gut, aber die fangen sich früher. Ja, na klar. Zum Glück. Ja. Ich glaube, die könnten das nicht so. Dass die Europa League kommen, hoffe ich auch noch. Also, ja, davon gehe ich auch aus. Ja, ich hoffe es auch. Ja, obwohl man muss ja sagen, die Gruppe, die schon hart, die sie bekommen haben, ja. Ja. Ach so, du meinst jetzt in der Champions League, dass die noch die Euroleague erreichen. Ja. Als Dritter, ja. Ah ja, ich dachte, du meinst jetzt am Ende der Saison. Nee, alles ja gut, davon gehe ich auch aus. Aber da sieht man mal, ne, dass also gegen Sevilla in der Hinrunde, also im ersten Spiel, hatten sie gar keine Chance, gar keinen Stich gesehen. Ja. Und jetzt, ne, kaum anderer Trainer und der funktioniert anscheinend. Ja. Da sieht man mal, wir sind, ne, das kratzt dann auch, sowas kratzt, finde ich, immer dann brutal an dieser Geschichte hier, Favre, mit dem planen wir 10 Jahre und was nicht alles, ne, also. Wo man halt auch sagen muss, der Favre, ich fand, das war schon ein richtig guter Trainer. Was der aus Gladbach geholt hat, war schon krass. Aber der Abschied war erbärmlich, fand ich. Einfach ja, dazu alles in Scherben zurückzulassen, also. Aber gut, er wird sich halt. Aber war gut für Gladbach, war es gut. So, im Endeffekt muss man sagen, hat er eigentlich gut gemacht wiederum, weil rechtzeitig gesagt, komm, wir hören auf. Soll jemand anders retten, wenn es geht. Und es hat ja geklappt. Ja, aber so hat er es ja nicht gemacht. Er hat ja eine Interimslösung zurückgelassen. Sowas ja. Ja, klar. Das war ja, also muss man ja schon kritisch sehen. Also es ist ja nicht so, dass er sagt hier, ich habe jetzt mein Masterplan B ist, ich hau ab und dann wird alles gut. So war es ja nicht, sondern er hat es ja eigentlich... Ab in Urlaub. Ja, ab in Urlaub und weg und ohne Zahlung sich verpieselt. Ja. Und die haben das ja auch so kommuniziert, dass es nicht geplant war. Obwohl man sagen muss, aber vielleicht trotzdem die beste Lösung so im Endeffekt. Ja, jetzt im Nachhinein, natürlich ist man immer schlauer hinterher, aber ich fand das schon krass, also... Ja, natürlich. Wollen wir nicht drüber diskutieren, dass es scheiße war. Ja, das so sollte das nicht laufen. Aber für den Verein, sag ich mal, ist es gut gelaufen. Das ist jetzt gut gelaufen, sogar noch günstig für ihn, ne? Also... Ja. Günstiger, als hätten sie ihn rausschmeißen müssen, alternativ. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie das hier mit den Stuttgartern läuft jetzt, ne? Ja. Das haben sie den ja auch rausgekegelt. Den Zorniger. Da hat sich's ausgezornt. Ja. Gibt's keinen Zorn mehr. Nee, haben sie Zorniger haben sie raussetzen. Ja, wurde auch mal alles der Eisenbahn, oder? Also. Ja, natürlich. Also ich meine, das war ja jetzt kein hochverdienter Trainer, der jetzt da das Heft in die Hand genommen hat. Ne, also, dass der so viel Vorschusslorbeeren hat und Kredit hat. Das wundert mich eigentlich. Ich denke, was zum Henker? Halt daran festgehalten, dass das Stuttgart ja eigentlich an sich gut gespielt, nur die Ergebnisse waren halt alle scheiße, weil sie dann hinten raus so viele Tore immer kassiert haben. Kunde, Wiederholung. Ah, die Wiederholung macht er weg! Die hätte er mal drin lassen sollen, die Wiederholung. Mensch! Hätte ich mir gerne mal angeguckt, das Kacktor da. Wer führt denn? Gladbach. Also hier jetzt, in FIFA, ne, nicht? Achso. Seid schon wieder am Spielen. Ja. Am Stadt Köln noch 0-0 gewonnen. Das würde mich nicht wundern, wir haben gerade eben gespielt, dass 0-0 ausgeht.
Köln war letztes Jahr 0-0 Garant, ne? Aber ja, hilft auch, ne? Das ist auch wieder sowas. Das wird so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Ich finde es schon wichtig, also, dass die 0 erstmal steht. Also, darauf lässt sich aufbauen. Ich hab da eben 2 Minuten vor Spielbeginn habe ich noch fix Kicktipp getippt. Da 3-1 für Köln noch getippt schnell, aber ich glaube, das wird wohl nichts. Obwohl, man weiß es nicht. Ich tippe trotzdem auf einen Auswärtssieg für Köln. Weil Darmstadt die meisten Punkte, glaube ich, ja auch auswärts. Boah, Riesenmöglichkeit für Darmstadt. Hammerhart. Aber ich denke, wenn du als Köln die Null hältst, ich denke, dann gegen Darmstadt wäre okay, wenn du gewinnst. Dann irgendwann musst du die Punkte auch holen. Und ich sehe gerade Darmstadt auswärts, 6 Spiele, 8 Punkte, zu Hause 8 Spiele, 7 Punkte. Ne? Also auswärts doch noch ein bisschen fitter. Ja, aber es ist ja auch nicht so, dass man sagen würde jetzt, du musst aufpassen, was du machst gegen Darmstadt. Nee, ach. Ist schon, Darmstadt. Also es ist schon von der Qualität her überschaubar. Das Kick and Rush, wer ist das nicht? Was da abgeliefert wird, ne? Also. Ja. Aber es ist natürlich auch mit viel Emotion und das ist Fußball der 90er. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist aber so. Also da fehlen viele taktische Elemente. Das ist sofort ersichtlich, auch für einen Laie, ne? Das ist einfach, dass sie einfach das nicht so spielen können, wie sie es ganz gerne wollten. Und dann wird halt eben viel über die Laufbereitschaft gemacht. Und nur so können sie auch bestehen. Also. Ja. Da müssen extra Wege gemacht werden, ne? Und Ballverluste hingenommen werden. Ja, aber ich denke halt so, als Köln oder so musst du da auf jeden Fall die Punkte dann holen. Weil es ist halt. Ja, ist Aufstieg. Ja, ist Aufstiegskandidat nicht, sondern Aufsteiger. Aufsteiger und Abstiegskandidat, ja, da ist. Sollte eigentlich. Ja, vor allem Köln könnte jetzt mit dem Sieg sogar vorzeitig auf Platz 5 rücken. Also die sind auch gut unterwegs in dieser Saison. Also ich bin ja auf das Bremen-Spiel gespannt. Bremen gegen Hamburg, das wird echt heiß. Nordderby. Wenn Hamburg das wieder so hinkriegt, könnten sie das schon gewinnen, weil Bremen spielt schon scheiße. Ja, aber ich habe trotzdem, ich weiß nicht warum, aber ich habe trotzdem auf einen 2-1-Heimsieg für Bremen getippt. Das ist echt schwer zu tippen. Bin mir eher so ein Unentschieden. Ich finde, das ist schon ein bisschen tagesformabhängig von Bremen, wie das ausgeht. Ja. Weil Bremen kann unter Umständen auch mal ein gutes Spiel abliefern, dann können sie Hamburg schlagen, definitiv. Ja, und wenn sie normalen oder gebrauchten Treffer wischen, dann sollte das eigentlich pro Hamburg ausgehen, das Ganze. Ja. Aber, ja, mein oder Spiel. Unentschieden. Oder unentschieden, ja. Komm da nicht vorbei, Alter. Komm da nicht vorbei, so richtig. Ich hoffe, auf meinem sieht es ja auch halt andere als rosig aus in diesem Jahr. Die sind zur Zeit wirklich komplett außer Form. Jetzt ein Spiel gewonnen in der Liga ist schon, schon heftig. Ich denke, jetzt wird es nicht gerade einfacher, wenn sie gegen Gladbach spielen, die gerade ganz schön im Hoch sind. Ja. Es wird auch richtig schwer. Alle einen Tick schneller hier, die Gladbacher. Alle einen Ticken schneller. Ich bin auch mal gespannt hier auf Sonntag, Augsburg gegen Wolfsburg. Ich denke, das könnte interessant werden. Boah, da habe ich einen klaren Auswärtssieg getippt. Ich glaube, ein 3-1 für Wolfsburg. Ja, ich weiß nicht, wenn du jetzt geguckt hast. Augsburg war nicht schlecht unterwegs, leider verloren. Ja, aber Augsburg konnte in den letzten Spielen, finde ich, auch nur in der Euroleague überzeugen. Na gut, das 4-0 war ja auch okay, ne? Ja gut, okay, stimmt. Ja gut, das habe ich jetzt. Also in letzter Zeit sind sie jetzt nicht so schlecht drauf. Also könnte schon spannend werden. Ich finde, Wolfsburg war jetzt auch nicht immer so stand.
Mann, Mann, Mann. Wer spielt denn gegen dich? Fisu heißt er. Ja, das hat dir jemand gefragt, deswegen. Genau, Fisu. Ja, eigentlich ausgeglichenes Spiel. Also ich finde jetzt nicht, dass da eine Mannschaft wesentlich mehr Chancen hatte, aber das Tor war halt, das Spiel ist langweilig wie Sau. Das Tor war halt blöd, dass das gefallen ist. Das war so ein richtiges, das gucke ich mir nochmal an, aber ein richtiges Gammeltor. Ja, irgendwie zur Halbzeit. War ja auch ein Tor, null Schüsse, null aufs Tor. Mhm. Gucke ich mir nochmal an hier, die Geschichte. Das ist ein richtiges, abgefucktes Tor.